FC Bayern geht. Das hat der BVB in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er voll da ist, wenn der Rekordmeister der Gegner ist. So gehen es die Bayern also heute an. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und so tritt der BVB heute also an. Bei Ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Die Allianz Arena im Münchner Stadtteil Fröttmanding ist heute quasi der Inbegriff der finanziellen Möglichkeiten des FC Bayern. Das kann man wohl sagen, Wolf. Der Club hat mal locker 14 Jahre weniger gebraucht als geplant, um die Arena abzubezahlen und konnte sich parallel sogar um Ausbauten kümmern. So fasst das Stadion seit Beginn des Jahres 2015 75.000 Zuschauer. Das Spiel läuft, die Bayern am Ball. Und Douglas Costa. Nun Gündogan. Kann er den Ball behaupten? Gündogan! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Starke Flanke. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Nun Sokratis. Das ist die Chance. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Das ist noch gefährlich. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. Er findet den Mitspieler. Und jetzt ein Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Kagawa. Reus. Marco Reus ist so ein erstmal raus damit. Neuer mit der Faust dran. Muss er jetzt machen. Gut aufgepasst in der Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Lewandowski. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Und Thiago. Nun Aubameyang. Weigel. Hummels. Marco Reus jetzt über die Außenbahn. Das könnte eine Gelegenheit werden. Weigel. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Zu ungefährlich bisher der FC Bayern. Das wird schwierig, so ein Tor zu erzielen. Und jetzt Müller.
Seit 2010 ist Thomas Müller aus der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Er hat ja bei der WM mal gleich ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und sich den goldenen Schuh für den besten Torschützen gesichert. Bürki. Schmelzer. Marco Reus. Marco Reus gehört im Moment zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern überhaupt. Bringt alles mit. Geschwindigkeit, einen guten Schuss und eine ganz feine Technik. Jetzt Sokratis. Aubameyang. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Weigel. 60 Sekunden gibt's noch. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Ginter. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Jetzt ist Halbzeit, aber so richtig viel gibt es über die Partie bisher noch nicht zu sagen. Hast du was? Nee, also ich kann nur sagen, wir haben auf jeden Fall schon deutlich bessere Spiele gesehen, aber noch haben wir ja 45 Minuten Zeit. Das ist die Chance. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Und jetzt geht Reus runter und ein neuer Mann kommt. Zweite Halbzeit läuft. Und jetzt dürfen sie sich gerne noch ein bisschen steigern. Ja, und das sollte ja durchaus möglich sein. Vieles ihnen in der ersten Hälfte nämlich nicht gelungen. Gündoğan, den hält er. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Nun Kagawa. Weigel. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Jetzt Douglas Costa. Thiago jetzt. Lahm. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Und Thiago. Ginter. Und Alaba. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell.
Nun Thiago. Xabi Alonso. Thomas Müller. Xabi Alonso am Ball. Und Douglas Costa. Und Alonso. Nun Douglas Costa. Götze. Müller am Ball. Mario Götze jetzt. Ein toller Pass. Und nun ein Schuss. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Das könnte die Chance werden. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Nur Mkhitaryan. Gündogan am Ball. Januzaj. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Weigel. Und Mkhitaryan. Schmelzer. Nur Mkhitaryan. Endspurt. Noch 5 Minuten. Und hier ist alles drin. Heute könnte ein Treffer gleich auch der entscheidende sein. Jetzt gibt es den Wechsel beim FC Bayern. Jetzt Alonso. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und jetzt wechseln die Münchner. Lahm am Ball. 90 Minuten sind vorbei, es steht unentschieden. Das ist die Chance. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Gündogan! Den hält er. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand.